Und gleich Stufe 11, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Zuerst dachte ich, das funktioniert mal Ja, wieder nicht. genau Aber jetzt zum jetzt. Schluss, da habe ich ja ganz schön aufgeräumt da. Schön, dass wenn die einen so ignorieren. Jetzt kann ich hier gleich mal ein bisschen eine Requisition aufbauen. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt noch Kriegsgebiete-Einführung und Gruppenfinder. Eigentlich möchte ich ja kein Kriegsgebiete, weil... aus Gründen, weil ich noch nicht so richtig... tankmäßig rüberkomme. Aber ich glaube, ich mache es trotzdem einfach nur, damit ich die Quest endlich fertig habe. Mal gucken. Ausrüstung ist natürlich beschissen. Aber das ist immer so am Anfang. Aber wir müssen jetzt wieder warten. Das ist ein bisschen blöd. Ich meinte, wir müssen jetzt nicht mehr warten. Das ist ganz toll. Was wird es? Hyperraumtore mag ich überhaupt nicht. Hyperraumtore mag ich nicht so gerne. Nee, das ist irgendwie so. Das ist keine schöne Karte, wie ich finde. So, da muss ich mal ganz spontan umschalten auf PvP. Schade, ich habe noch keinen Upspotten oder so ein Kram. Ein Kristall. Den Kristall kann ich mir spontan holen. Aus meiner Sammlung. Da, was kann ich mir brauchen? Rosa. Rosa ist natürlich sehr schön. Türkisblau. Was ist das? Ist der Ausdauer? Ja, dann nehme ich da. Ah, nee, den muss ich jetzt freischalten, ne? Habe ich genug, das um freizuschalten? Habe ich, jawohl. Alle Einheiten. Das Imperium muss die antiken Technologien. So, dann habe ich jetzt den komischen Blauen. Bevor die Republik sie für sich beanspruchen kann. Das tägliche Raumjäger und wirklich Raumjäger. Sicherheitssystem der Ruine. Kann ich ja irgendwann anders mal machen. Energiepfeilern in der Nähe mit Energie versorgt wird. Das System ist jedoch gefährlich. Jedes Mal, wenn die Pfeile abgeriegelt werden, geben sie eine explosive Entladung ab. Ja. Türkisblauer unzerstörbares Kristall. Yeah. Aber ich kann noch nichts abspotten, ich kann noch niemanden beschützen und so. Deswegen werde ich noch bis Level 14 warten, bis ich dann danach, also mit diesen hier, bis ich dann abspotten und wenigstens jemanden beschützen kann. Jo, das hier müssen wir auch noch ändern. Alles Grüne muss weg, alles Grüne muss raus. Auch wenn Grün meine Lieblingsfarbe ist, muss dieses Grüne hier raus. Raus. Los jetzt! Ich werde nicht deffen, weil ich Level 11 und ich nicht die Möglichkeit habe. Ich kann auch nicht mal stunnen. Da läuft einer. Da laufen aber drei von dahin. Und wenn jetzt fünf Leute von denen. Juhu! Vorne Explosion in Deckung gegangen. Dabei habe ich. Ist noch gar keine Explosion gewesen. Aber ich nehme einfach mal diesen. Kugel hier mit. Das ist ja einfach. Bin ich schon drin? Das ist ja einfach. So, dann laufe ich auch mal weg. Der Feind hat einen Pfeiler. Guck mal, dann kann ich aber hier, den kann ich hier schon mal sowas machen. Weg. Dann nehme ich jetzt noch den Pfeiler ein, kriege da auch noch einen Erfolg für. Ja, das ist doch super. Mensch, das läuft ja heute. Jawohl, ich muss nur den hier irgendwie anders setzen. Weil den Raketenschlag habe ich beim anderen auch auf 2. Ja, guck mal, der Sound hört sich so beschissen an. Ich kann nicht unterbrechen, ich kann gar nichts. Nein! Ja. Und zum Glück haben die das relativ früh gemacht, sodass man noch die Chance hätte, den wieder zurückzuholen, wenn dann genug Leute hinrennen würden.
Ich muss jetzt leider hier warten. Und ich muss dann immer noch warten. Was ist denn das für einer da? Ist das ein Sabo? Töte den auch endlich. Du kannst nur noch... Jetzt ist vorbei. Jetzt ist es vorbei. Kannst du nicht mehr einnehmen. Den Bereich räumen. Ach, und drin ist auch niemand mehr. Ja, dann gehe ich mal sterben jetzt hier. Banzai! Wir alle. Wir alle gleichzeitig. Aua. Sie schubsen. Ich habe einen Joghurt im Rucksack. Haben wir denn einen Attentäter, der das gleiche könnte von der Theorie her, könnte er es machen? Ein Pfeiler wurde erobert. Oh, Level 20. Ich konnte ihn noch nicht mal anfurzen. Wir haben beide Pfeiler eingenommen. Haltet den Pfeiler. Wartet ab, bis ich Level 20 bin und ich euch vollsprühe mit meinem Öl und euch dann anzünde und dann lache. Aber ich habe ja meinen Flammenwerfer noch. Link hat einen Pfeiler übernommen. Ich habe ja meinen Flammenwerfer noch. Mann, das Flammenwerfer. Und ich habe den hier. Guck mal. Da ist einer gewesen. Ey, 5 gegen 1 ist unfair. Wir können alles. Das wage ich zu bezweifeln. Das hätte für dich aber sehr alt ausgesehen, mein Freund Kämpfer Nico. Ob das der Eroberer oder der Streiter oder wie immer, wie hieß er noch? Ich weiß es nicht, den wir mit Mito da zusammen hatten. Mach doch da. Das ist sowas von Kacke, dass ich noch kein Unterbrechen und noch keinen Stun habe. Das kommt bei diesem auch sehr, sehr spät. Das ist unglaublich, wie spät das kommt. Während andere schon 5-mal stunnen können, wie zum Beispiel der Revo oder sowas, die können dann Blendgranate, glaube ich, schon zu dem Zeitpunkt. Und Messer. Hat der hier noch gar nichts. Dafür hat der dann das nächste Mal mehr. Bin ja erstmal richtig groß. Banzai, Banzai! Komm her. Gesehen. Ein Pfeiler unter Kontrolle. Du hast Glück, dass du einen Heiler hast. Deswegen spiele ich mit Level 11 oder mit Level 10 eigentlich noch gar nicht PvP, weil das nichts bringt. Der Feind hat einen Pfeiler. Nämlich gar nichts. Und bei uns, doch, da ist einer. Komm mal her hier.
Feigling, jetzt hauen sie ab. Jetzt kommt er gleich wieder. Wir haben beide Pfeile eingenommen. Sehr schön. Haltet den Feind auf Distanz. Ja, den habe ich noch auf einen abgegeben. Ich gehe jetzt mal zu deren Pfeiler oder kommen die zu unseren Pfeiler? Ich weiß es nicht. Da rennen auf jeden Fall ein paar hin. Oh Mann, 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 das könnte knapp werden. Wo ist da? Hin. Hin, hin, hin. Wenn sie... Da, der tappt doch! Lohn, Mensch! Junge, Junge, Junge! Ja, können sie nichts mehr machen. Können nichts mehr machen. Jawohl! Jetzt räumt den Bereich! Ich werde sowieso sterben. So, jetzt sind wir sogar in Führung. Die Pfeiler wurden zurückgesetzt. Wenn wir uns noch ein paar Kugeln holen und da kommt der erste zu unserem Pfeiler. Aber wenn da so viele jetzt zu unserem Pfeiler schon gehen, dann hole ich mir jetzt eine Kugel. Ich gebe mir keine, ich hole mir eine. Na los. Wir haben einen Pfeiler. Sehr gut. Jetzt. Unsere Gegner haben einen Kugeln Pfeiler holen, Kugeln eingenommen. Holen, Kugeln holen. Aber es wird eh nichts. Wir müssen mit ein paar Leuten töten. Nichts da. Denkst du, ich bin bescheuert oder was? Die haben sich jetzt natürlich die ganzen Kugeln geholt. Aber es sollten noch mal welche kommen. Von der Theorie her. Spür mein Feuer. Was ist denn hier los? Es ist nur einer bei uns. Was war da denn los jetzt? Der hat... Oh, hast du denn nicht aufgepasst? Ich krieg ich noch. Schade. Es hätte sogar noch was werden können. Es hätte sogar noch was werden können. So, 11 Tode. So, dann hätten wir die Einführungsquest auch hinter uns. Raus. Zack. Ladebildschirm. Ladebildschirm. Und dann können wir uns auch dem ersten Flashpoint widmen.
muss, glaube ich, erst noch hier irgendwas machen, ne? Ich muss hier noch zu der Einführung... Ne, muss ich gar nicht abgeben. Doch. Muss ich noch hin. Das mache ich noch zuerst. Und dann suche ich mir ein paar Leute. Jawohl, da bin ich gleich mit. Zwischendurch womit kann ich spielen kann, offline. Dann, die hier sind ganz nützlich, die brauche ich. Die hier nehme ich auch mit. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Und der fliegt raus und der fliegt raus. Und der fliegt raus. Ne, der fliegt rein und der fliegt auch rein. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ah, ich kann ja was trainieren, kann ich ja. So, ganz vergessen. Ich verfehle nie mein Ziel. Und das werdet ihr auch nicht, wenn ihr auf mich hört. Ja, ja. Ich habe schon fast wieder ein neues Level erreicht. Mann, Mann, Mann. Das geht echt zu Anfang sehr schnell. Aber danach leider nicht mehr so. Wäre auch irgendwie langweilig, wenn man genauso schnell levelt wie am Anfang. So, dann zu den Aufzügen. Und dann schnappen wir uns ein Schiff, das uns nach Dromenkaas fliegt, schwebt, fährt. Mem amak kupka kramanik umnu kiga mayamak nulilak apajam kamgam amka nemnang ampa nemnang memua inok raka kalam kala nemiak oramagyang megik. Setzen wir es in die Tat um. Nane kari maraka amkam ja uklibik memarknebab. Ja, wir müssen uns jetzt ein paar Leute raussuchen und zusammensuchen. Bis gleich. Also ich mache das jetzt offline, und weil das eventuell dauern könnte. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Ciao.